Wir sind wieder zurück bei Fallout New Vegas und wir sollen jetzt mit Sally im Prospector Saloon quatschen. Wir stehen schon direkt davor und da ist ein alter Mann mit einem schönen Hut, der uns bereits schon anguckt. Normalerweise laufe ich vor alten Leuten, die mit mir reden wollen, immer weg, aber ich glaube, mit dem reden wir mal. Hallo, Easy Pete. Howdy. Was kann Easy Pete für Sie tun? Wissen Sie etwas über die Kerle, die mich angegriffen haben? Warum nennt man sie Easy Pete? Wissen Sie etwas über Victor? Wissen Sie etwas über die Kerle, die mich angegriffen haben? Der mit dem feinen Zwirn scheint das Sagen zu haben, wenn Sie mich fragen. Andere Leute im Dorf könnten mehr wissen. Ich gebe Ihnen aber einen Rat. Wenn Sie den je treffen, passen Sie bloß auf. Der hat kalte Augen, wie eine Schlange. Dem ist nicht zu trauen, sage ich. Warum nennt man Sie Easy Pete? War mal Prospektor, bis ich mich hier niederließ. Weit weg von der RNK. Jetzt hüte ich Brahmin und Großhörner. Und mein Motto ist, take it easy. Hat ein bisschen was von Onkel Remus, der alte Mann, ne? Naja, Sie waren ein Prospektor. Haben Sie nach Gold und Silber gegraben? Na. Man stöbert in alten Gebäuden rum. Nach funktionierendem Technikkram und so. Manche nennen das Schrottsammeln, aber das fand ich blöd. Für mich klingt das nach kaputtem, fast wertlosem Plunder. Ich habe aber gutes Zeug gesucht. Waffen, Medikamente, Ersatzteile. Bringt gutes Geld. Haben Sie bei der Prospektion je was Gutes gefunden? Nee, hatte mal ein richtig gutes Claim. Weit draußen im Osten, am Fluss. Aber Raider haben mich vertrieben. Irgendwann wurde ich zu alt, um rauszugehen. Was stimmt nicht mit der RNK? Verstehen Sie mich nicht falsch. In der NRK gibt's eine Menge anständige Leute. Es ist bloß, die vereinnahmen einen dauernd, ob man will oder nicht. Orte wie Good Springs und Prim werden nicht lange unabhängig bleiben. Nicht, wenn sie etwas haben, das die RNK will. Aber die RNK hält die Legion fern. Sprechen wir über die Legion. Das sind Sklavenjäger. Angeführt von einem Kerl namens Caesar oder so ähnlich. Ich glaube, so heißt er. Vor ein paar Jahren versuchten die, den Hooverdamm zu erobern. Aber die RNK hat sie geschlagen. Nur vernichten konnten oder wollten sie sie nicht. Jetzt ist die Legion wieder stark genug und rüstet für den nächsten Vorstoß auf den Damm. Ich sehe immer noch Siegchancen für die RNK. Aber weiß man's? Am Nevada-Ufer des Flusses sollen Legionäre sein. Da sollte man nur mit Schusswaffen rumlaufen. Von denen lässt man sich besser nicht kriegen. Hört sich ja nicht so pralle an. Aber warum ist der Hoover-Staudamm so wichtig? Der Damm versorgt einen Großteil von New Vegas mit Strom. Und da ist Lake Mead mit seinem sauberen Wasser. Wer den Damm hat, beherrscht die Region. An dem Hoover-Staudamm sind wir bestimmt auf jeden Fall später noch unterwegs. Und wir fragen den alten Mann aber trotzdem nochmal, ob er vielleicht was über Victor weiß. Das ist ja der Roboter scheinbar. Ist das ein Roboter? Ich weiß es nicht. Halt irgend so ein... Ja, er hat Metallbüchse gesagt. Ich schätze mal, es ist ein Roboter, der uns aus dem Grab gezogen hat. Die Maschine? Harmlos. Egal, was Trudy sagt. Sie vermutet da ein Geheimnis, aber ich glaube, das ist bloß ein kaputtes Relikt, das nirgends hinpasst. Gut, und dann zu guter Letzt noch, für was sind diese Großhörner eigentlich gut? Was machen wir damit? Was machen Sie damit? Meist für Fleisch und Leder. Auf den Rücken packen lassen die sich nichts. Die legen sich einfach hin und bleiben liegen, bis man es runternimmt. Oben in den Hügeln lebt eine Herde wilde Großhörner. Aber Vorsicht mit denen. Wenn man sie in die Enge treibt, können die ganz schön gefährlich werden. Das klingt ja nicht so berauschend. Naja, gut, dann vielen Dank, Easy Pete, und auf Wiedersehen. Immer schön die Wumme einstecken, wenn Sie hier an verlassenen Orten rumschnüffeln. Zum Beispiel im Schulhaus. Da treiben sich oft Viecher rum. Haha, wie beruhigend. Danke für die Info. Und take it easy, ne? Weißt du Bescheid. So, wir betreten mal den Prospector Saloon. Und ich habe immer Paras das Fallout abschmiert, wenn wir irgendeinen Raum betreten. Platz, Cheyenne. Keine Sorge. Sie beißt nur, wenn ich es ihr sage. Bist du nicht die Alte, deren Überlebenshandbuchführer wir da gemacht haben bei Fallout 3? Irgendwie ist das genau der gleiche Charakter. Naja. Doc Mitchell meinte, dass sie mir beibringen könnten, in der Wüste zu überleben. Ja, ich kann ihnen wohl das eine oder andere beibringen.
Klingt, als ob Sie nach dem, was man Ihnen angetan hat, jede Hilfe brauchen können. Treffen Sie mich draußen, hinter dem Saloon. Ach so, ich hätte jetzt gerne aber noch ein bisschen weiter gesprochen. Guck mal, da ist ein Hund. Oh, wir hatten auch mal einen Hund. Bis der irgendwie, ja, abhanden gekommen ist. Irgendwo in der Innenstadt von Washington, da rennt er bestimmt jetzt immer noch rum. No, und sucht bestimmt nach seinem Härchen. Naja, können wir hier vielleicht irgendwas mitgehen lassen? Ein Pümpel. Ja, ein Pümpel. Damit werden wir auf jeden Fall siegreich sein. Was haben wir hier? Huch! Ein Badezimmer mit... keine Medizinkasten an der Wand. Wie untypisch für Fallout. Ist ja total untypisch. Hey, wer bist denn du? Howdy. Grüß Gott. Haben wir hier irgendwas? Schnapsgläser, eine Radio, eine Registrierkasse. Aha, aha. Naja, ist jetzt nicht so beeindruckend irgendwie. Und hier ist sonst auch nichts, da könnten wir uns hinsetzen, will ich aber nicht. Dann gehen wir mal raus. So, wo ist denn die Gute? Hinter dem Saloon, also hier wahrscheinlich irgendwo. Hinter dem Saloon, ist das nicht hier? Sunny, wo bist du? Hier draußen ist es heute auch ziemlich sunny. Ja, ja. Ist das... Ach, ich sollte... Ich hätte ja auch unten aufs Radar gucken können. Da wird mir ja auch angezeigt, wo mein Ziel ist. Naja, ich bin voll an ihr vorbeigelaufen. So, sehen Sie die Sarsaparilla-Flaschen da auf dem Zaun? Nehmen Sie das hier und treffen Sie ein paar davon. Ach, die da hier. Okay. Ja, so ist es richtig. Schauen Sie, hocken Sie sich hin. Guter Schuss. Tja, das ist schon mal ein Anfang. Aber Sie sind wohl nicht hergekommen, um gegen Sarsaparilla-Flaschen zu kämpfen. Ich sage Ihnen was. Ich muss ein paar Geckos von der Wasserquelle vertreiben. Scheint die Viecher immer anzulocken. Wollen Sie mitkommen? Ja, eigentlich kennen wir ja die Grundlagen, aber wir machen es trotzdem mal mit. Folgen Sie mir. Es ist nur ein kleines Stück südöstlich. Ja, ja, machen wir einfach mal mit. Wie gesagt, eigentlich kennen wir das Ganze ja, aber wir machen es halt trotzdem mal mit. Denn, ich weiß nicht, wir werden ja Erfahrungspunkte, schätze ich mal, kriegen und die sind ja immer gut. So, wir laden gerade mal nach. Und folgen der guten Sunny und gucken ihr natürlich nicht auf den Arsch. Sowas macht man nämlich nicht. Oder vielleicht doch. Weiß es nicht. Ach, guck mal, die lässt den Hund vorgehen. Vielleicht will sie dem Hund auf den Arsch gucken. Vielleicht sollten wir Sunny mal dem Dennis vorstellen. Ich find's lustig, wie die gerade rumzittern ist. Wie gesagt, Fallout New Vegas ist ja von Obsidian Entertainment entwickelt und Fallout 3 war ja direkt von Bethesda. Ich weiß nicht, ob das was Gutes oder was Schlechtes heißt, keine Ahnung. Ich selbst habe Fallout New Vegas eigentlich auch nie wirklich komplett durchgespielt, weil ich mal einen Bug hatte und da dann nicht weitergekommen bin. Das war irgendwas mit diesem Chip, den man dann noch irgendwie in New Vegas irgendwas in dem Büro von dem Typen und was weiß ich nicht. Haben Sie das oben auf der Anhöhe hinter mir gehört? Wir müssen mit ein paar Geckos aufräumen. Kleine Monster sind das. Doc Mitchell behandelt mehr Geckobisse als irgendwas anderes. Schauen wir mal, ob wir näher herankommen. Wenn wir leise sind, dann können wir sie überraschen. So trifft man leichter was Lebenswichtiges. Okay, wir folgen einfach mal der guten Sunny. Oh ja, Sunny. Okay, Sie haben's raus. Heizen Sie ihn ein. Ja, okay, ich... Ach so. Ich soll das jetzt auf einmal machen, alles klar. Wir sollen Vets aktivieren. Ich bin mal gespannt, ob wir jetzt vielleicht mit Vets zocken können. Das wäre ja auch mal ganz nice. Wenn wir die Features des Spiels auch mal nutzen könnten. Hallöchen, Alter, wie die laufen. Okay, wir können nur einen Vieh attackieren. Dann auf geht's. Au. Hey. Hey. Bleib mal stehen, ich treffe dich sonst nicht. Geht doch. Hey, das war meiner. Na gut, wir nehmen das alles mal mit. Gecko-Fleisch, Gecko-Haut. Wunderbar. So, wir quatschen gleich mit der Sunny. Ich möchte hier erstmal ein bisschen ausräumen. Hier gibt es ja bestimmt irgendwas zu mitnehmen, oder? Ah, hier haben wir die Wasserquelle. Wasserventil aktivieren. Boah, kein radioaktiv verseuchtes Wasser. Das ist ja unglaublich. So, wir planschen noch mal ein bisschen drin rum, strecken unsere Käsefüße rein. Und schon ist das Wasser nicht mehr nicht radioaktiv. Was ist denn das hier?
Auch irgendwie ein Wassertank oder so. Aber was zu mitnehmen gibt's hier leider nicht. Naja, dann quatschen wir mit der Ollen. Hallo. Sehen Sie? Sie kriegen den Dreh langsam raus. Es gibt noch zwei Brunnen, bei denen wir aufräumen müssen. Wenn Sie wollen, können Sie mitkommen. Wäre mir ein paar Kronkorken wert. Ja, natürlich, wenn nicht. Sollte nur ein paar Minuten dauern. Insbesondere, weil wir zu zweit sind. Kommen Sie mit. Ja, wenn ich da Geld für kriege, bin ich da natürlich dabei, junge Dame. Da sag ich nicht nein. Ganz und gar nicht. Zeig mir den Weg. So, ist aber schon schön hier, ne? Die Canyons und sowas erinnert mich ein bisschen an Rust. Warum, weiß ich jetzt nicht. Ach, guck mal hier. Das ging schnell. Ey, warte mal, ich möchte hier erstmal looten. Du kannst doch nicht gleich weiterrennen. Ey, du blöde Nuss. Ja, renn halt weg. Ich lass mich hier nicht stressen, ich loote hier erstmal. Kann ja sein, dass es hier irgendwas Wichtiges gibt, was ich dann übersehe. Und das kann ich nicht verantworten. Was ist das da vorne? Irgendein fettes Gebäude. Guck mal, die macht das jetzt schon alleine, die blöde Kuh. Weh, die gibt uns unsere Kronkorken nicht. Ich habe gerade Facebook noch auf. Im Hintergrund, tut mir leid. Treffer. Der Hund heißt Cheyenne. So, Erfahrungspunkte haben wir leider trotzdem nicht bekommen. Und wir haben Good Springs Quellen entdeckt. Okay. So, das gehört alles uns. Hi. So, wir sollen mit Sunny über die Belohnung sprechen. Gott im Himmel. Kein Tag vergeht, an dem ich den Leuten nicht sagen muss, dass sie nicht allein herkommen sollen. Aber manchen Leuten reichen gute Worte halt nicht und dann passiert sowas. Naja, das ist eben Teil unseres Lebens hier. So, da sind wir schon wieder zurück bei Fallout New Vegas. Gerade ein kleines Problem hier mit der Soundkarte gehabt. Jetzt sind wir wieder da. Und ich guck gerade mal, wen haben wir denn? Was sollen wir denn jetzt überhaupt machen? Ich weiß es ehrlich gesagt gerade gar nicht. Ich muss mal kurz auf mein Optionsmenü gucken. Warte mal, Aufgaben. Hier haben wir sie. Eine Brockblume und eine Xanderwurzel sollen wir jetzt suchen. Aha. Hilft uns denn die Madame dabei oder müssen wir das selbst machen? Ich höre Musik. Ich höre liebliche Klänge. Und Geld. Eine Kiste. Da haben wir noch eine Kiste. Was haben wir da? Da war nur Scheiße drin. Was haben wir hier? Da haben wir noch ein bisschen Wasser. Wieder ein Wasserventil, wo wir theoretisch gesehen daraus trinken könnten. Machen wir es aber nicht. Ich habe gerade keinen Durst. So, wir brauchen eine Xanderwurzel. Ich glaube, die gibt es hier oben auf dem Berg. Ich muss unbedingt nochmal nach DX Story gucken, seitdem ich den Rechner neu gemacht habe. Habe ich da oben auf einmal teilweise nur 26 Frames bei den Files, bei den Ausgabefiles. Und das kann wahrhaftig nicht sein. Vor allem, weil die Spiel-FPS auf 60 Standard bleibt. Irgendwas ist da noch schief. Also sorry, wenn es hier zwischendrin mal so ein bisschen ruckelig wirkt. Ich habe keinen Plan, was es ist. Ich muss ich mir erstmal angucken. So, was haben wir hier? Ist hier irgendwo eine Xanderwurzel? Zerbeulte Blechdose? Nein, huch, das ist bestimmt keine Xanderwurzel. So, schauen wir mal. Was haben wir denn hier? Haben wir denn eigentlich sowas wie eine Karte? Ein Pulverbandit. Hey. Verdammt, schon wieder keine Kippen mehr. Verdammt, schon wieder keinen Kopf mehr. So. Ich, hab das jetzt einfach mal so gemacht, weil wir der Charisma dazu bekommen haben. Und das wusste ich natürlich. Jaja. Das wusste ich natürlich, dass wir Charisma bekommen. Sie haben eine Fraktionsausrüstung ausgerüstet. Durch Fraktionsrüstungen verkleiden Sie sich als Mitglied der jeweiligen Fraktion. Mitglieder der Fraktion werden Sie für einen Freund halten, während Feinde der Fraktion Sie umgehend und unabhängig von Ihrem tatsächlichen Ruf angreifen werden. Etwaige Veränderungen Ihres Rufes haben immer noch Einfluss auf Ihren Charakter. Sicherheitspersonal wie Wachen und Wachhunde durchschauen Ihre Verkleidung und werden alle Umstehenden alarmieren. Also seien Sie vorsichtig. Das finde ich ja irgendwie cool. Ich bin jetzt gerade ein Pulverbandit. Ich bin ein Pulverbandit. Mit einer Pistole. Dadum. So, jetzt, genau, nach einer Karte wollte ich ja mal Ausschau halten. Warte mal. Weltkarte. Ach, wir laufen richtig. Okay.
Gut, dann laufen wir mal hier weiter. Da oben soll es dann jene Blume geben. Na, da bin ich aber mal gespannt drauf. Hallo. Hallöchen. Ich brauche so eine komische Xanderwurzel. Was ist das? Das ist nicht die Xanderwurzel. Und da unten ist irgendwo ein Feind auf dem Radar. Zwei Feinde. Warum? Eine Riesenschreckennymphe. Alter. Was seid ihr denn für hässliche Viecher? Ich weiß nicht, sie sehen irgendwie so aus, als wenn sie einem keinen Schaden machen würden. Auf der anderen Seite sehen sie doch irgendwie so aus. Ich weiß, es ist ganz komisch irgendwie. Bin ich jetzt an der Blume vorbeigelaufen? Kurz auf die Karte gucken. Scheint fast so, ne? Ich dachte, die wäre jetzt hier irgendwo. Aber vielleicht ist sie ja hier in dem Gebäude. Ne, da wird es das ja anzeigen, glaube ich. Ich laufe hier erstmal drumherum. Schauen wir erstmal, was ist das hier? Nichts. Da haben wir auch nichts. Und auch hinter diesem Gebäude befindet sich nichts, oder? Was ist das? Jalapeño. Hm. Jalapeños sind lecker. Mal kurz auf die Karte gucken. Ich schaue mal auf die lokale Karte gerade. Hier links neben dem Haus. Ach, die sind das. Ah, okay. So, Tobi scheitert schon wieder an den einfachsten Aufgaben, wie zum Beispiel eine Xanderwurzel sammeln. Naja. Naja, naja, naja. So, und das nächste gute Stück gibt es hier irgendwo. Hier rechts am oder im Haus. Je nachdem. Guck mal hier. So, hier oben irgendwo. Sollen wir mal gucken. Die Musik ist auch so traurig, ne? So dramatisch und traurig und mitreißend. Nein. Das ist ein ganzes Stück außerhalb. Alter Schwede. Wahrscheinlich da oben auf dem Berg. Andrea Berg? Nein, ich möchte nicht Andrea Berg besteigen. Und ich möchte auch nicht Andreas Berg besteigen. Auch wenn ich gerade in die Richtung eines Berges laufe. Nein, nein. Was ist das? Oh nein, ein Skorpion. Oh nein. Oh nein. Ein Rindenskorpion. Klingt voll ekelhaft. Hat auch nichts dabei. Voll das sinnlose Leben. Läuft hier draußen so rum, hat nichts dabei. Ach, was ist das denn? No, das ist Victor. Victor ist tot? Warum ist Victor tot? Natürlich die Blähfliegen. Die muss es natürlich wieder geben. Ich glaube, die Entwickler stehen da drauf. Ich glaube, die stehen da drauf. Ich mach das doch besser noch mit dem hier. Oh nein. So, da haben wir noch eine. Glatter Durchschuss. So, wir haben noch so ganz viele Flaschen und so einen Scheiß. Das braucht aber kein Mensch. So, und am Anfang von so einem Rollenspiel. Fallout killt man ja am besten jedes Vieh, also nehmen wir auch diese Blähfliegen hier mit. Mit ihrem leckeren und kostbaren Blähfliegenfleisch. Lecker. So, und hier irgendwo, diese hier wahrscheinlich. Das ist die Brockblume. Kennt ihr Brock Lesnar? Brock Lesnar? So, Brockblume und Xanderwurz zu Sunny ans Lagerfeuer bringen. Natürlich. Und die ist jetzt wahrscheinlich am Arsch der Welt, ne? Ja, natürlich. Aber wir können schnell reisen. Und genau das werden wir tun. So. Dann begeben wir uns zu Sunny ans Lagerfeuer da unten und dann brutzelt die uns was Leckeres, oder was? Was hast du denn Gutes, Sunny? Zeigen Sie mir mal, was Sie haben. Ja, das sollte hinkommen. Gut hinkommen. In Ordnung.
Wir werden was zusammenbrauen, das die Leute auf der Walz Heilpulver nennen. Gehen Sie mal zum Lagerfeuer und versuchen Sie es. Heilpulver. Aha. Hier können wir das machen. Das gibt Wahrnehmung minus 1, aber TP plus 1. Okay, ist jetzt nicht so mega effektiv, aber wir machen das jetzt einfach mal. Akzeptieren. Einen. Hey, nicht schlecht. Sehen Sie, um nach Rezept zu arbeiten, braucht man nur die richtigen Zutaten und das richtige Wissen. Manchmal braucht man nicht mal ein Lagerfeuer. Vielleicht müssen Sie ja mal an Ihren Waffen und der Munition herumfummeln. Wichtig dabei ist aber, dass man weiß, wie es funktioniert. Man braucht nur den richtigen Arbeitsplatz. Eine Werkbank oder eine Ladebank oder so. Tja, das sollte für den Anfang reichen. Ich kehre jetzt um. Hoffentlich habe ich kein gutes Lied aus der Jukebox verpasst. Cheyenne wäre untröstlich. Hey, tun Sie mir einen Gefallen. Trudy, die Barkeeperin des Prospector, ist so eine Art Stadtmutti und trifft gern alle Neuankömmlinge. Sie wäre sauer auf mich, wenn ich sie nicht bitten würde, mal vorbeizuschauen und Hallo zu sagen. Ach ja, die gute alte Trudy. Mit der treffen wir uns dann natürlich mal. Ich glaube, das machen wir sogar jetzt sofort. Ein Feind? Was ist das? Ein junger Geckojäger. Na, den möchte ich jetzt aber noch haben. Und dann reisen wir mal rüber zu Trudy, damit die nicht irgendwie sauer auf uns ist. Das macht ja auch keinen guten Eindruck, wenn er bei der Stadt... Was? Bevor sie weiter ins Ödland verstoßen, können sie ihren Charakter bearbeiten. Nee, nee. Das ist schon gut so. Hey. Hey. Wieso rennt denn der weg? Ein junger Gecko. Hat er etwa Kannibalismus betrieben? Hat der Gecko-Jäger seinen Kollegen getötet und gegessen? Das wäre untröstlich. Wo ist das Mistvieh hin? Sind die so schnell? Ich will auch so schnell sein. Hey, Kleiner, wo bist du? Ich möchte dich haben. Ich möchte dein saftiges Fleisch. Hey. Guck mal, wie er halt wegrennt. Ich hab doch gar nichts getan. Ich gehe gerade sehr schlampig mit unserer Munition um. Und wir haben fast nichts. Was war das? Ich gehe. Das sind verdammt unheimliche Geräusche gerade gewesen. Ich lasse das mal lieber. Wir können uns hier noch ein bisschen umgucken. Was ist denn hier passiert? Alter. Teller. Oh, ein Schrank. Mit jeder Menge Alkohol drin. Muss das LKWchen von Jenny Elvers gewesen sein? Ah, da kommen wir nicht rein, verdammt. Toll, sind wir uns umsonst hier mit Radioaktivität auseinandergesetzt. Oh, ein Pulverbandit, gucke mal. Einer unserer Opfer. Sie haben mehrere Standorte gefunden. Mit der Weltkarte Pip-Boy können Sie direkt diese direkt aufsuchen. Westlager der Pulverbanditen, aha. Was? Ja. Herzlichen Dank auch, liebe Pulverbanditen. Ja, wir laden einfach mal. Wir gehen später zum Lager der Pulverbanditen. Jetzt müssen wir das Lager... Jetzt müssen wir das nochmal machen. Ärgerlich. Aber macht nichts, machen wir es halt nochmal. Und dann gehen wir gleich zu Trudy, das mit dem Pulverbanditenlager. Ich habe gar nicht dran gedacht, dass in diesen Lagern von den Banditen meistens irgendwelche Scheiße liegt. Naja. Zeigen Sie mir mal was... Aufpassen Sie sich nicht aus, dass ich links drücke, während ich auf Ihren Kopf ziele. Wäre vielleicht nicht so geil. So. Hey, nicht schlecht. Ja. So. Jetzt machen wir gar keinen Mist, sondern gehen gleich zurück zu Trudy. Good Springs hier oben. Zack. Hätten wir doch gleich mal mit der Dorfältesten sprechen müssen. Die hätte bestimmt gesagt, hier, pass auf, beim Lager der Pulverbanditen, da sind irgendwelche, Alter, voll der Redestau. Liegt irgendwelche Scheiße auf dem Boden. Geh da nicht hin. Naja. Gut. Ich pack mal die Waffe weg. Jetzt ist Schluss mit freundlich. Was? Wenn Ringo nicht bald ausgeliefert wird, hole ich meine Leute und wir brennen die Stadt nieder. Verstanden? Das werden wir uns merken. Wenn Sie also nicht kaufen wollen, sollten Sie gehen. Was zum Teufel ist dein Problem? Was wollen Sie? Dein Kopf. Was hatten Sie über Ringo gesagt? Er ist eine Art Händler, der lieber schoss, statt die Gebühr für den Aufenthalt auf unserem Territorium zu bezahlen. Er versteckt sich in der Stadt.
Es würde diesen Idioten recht geschehen, wenn wir nach der Abrechnung mit Ringo diesen Ort in Schutt und Asche legen würden. Ich könnte ihnen helfen, die Stadt zu übernehmen? Nee, das ist Good Springs. Die Leute hier haben uns geholfen. Das kann man doch nie machen. Dieses Gebiet ist ihr Territorium? Das ist es jetzt. Ich und die anderen Leute sind aus dem RNK-Gefängnis östlich von hier ausgebrochen und haben übernommen. Jetzt bestimmen wir. Ich weiß nicht, die sind mir schon wieder irgendwie zu raffgierig. Warum saßen sie im Gefängnis? Das geht sie überhaupt nichts an. Sie sollten doch wissen, dass man solche Fragen nicht stellt. Naja, warum? Ich muss nur wissen, ob ich mich ihrer Nähe hüten soll. Paar Leute ausgeraubt, paar Sachen abgefackelt, paar Typen umgelegt. Bist ein richtig harter Macker, wa? Bist ein richtig cooler Typ. Na dann, wir sehen uns noch. Ja. Spasti. Naja, wir quatschen mal mit der guten Trudy. Sie haben ganz schön für Aufruhr gesorgt. Schön, Sie endlich kennenzulernen. Willkommen im Prospector Saloon. Hallöchen. Ich habe Ihren Streit mit angehört. Worum ging es dabei? Sieht aus, als wäre unsere kleine Stadt in was reingeraten, mit dem wir nichts zu tun haben wollen. Vor einer Woche ist dieser Händler Ringo hier angekommen. Überlebender eines Angriffs, sagte er. Verfolgt von fiesen Leuten. Braucht ein Versteck. Wir dachten, dass er nur einen Schock hat, also gaben wir ihm den Platz zum Hinlegen. Wir hatten nicht erwartet, dass ihn tatsächlich jemand verfolgt. Wo ist Ringo im Augenblick? Er hat sich in der verlassenen Tankstelle auf dem Hügel verschanzt. Aufgabe zugefügt: Schießerei in der Geisterstadt. Na, ganz toll. Warum töten Sie Cobb nicht einfach und basta? Sie meinen ihn ermorden? Sowas machen wir nicht. Auch wenn Cobb Abschaum ist. Da kann er so viel poltern und drohen, wie er will. Naja, was werden sie tun? Ein paar der anderen, Sunny zum Beispiel, werden sich auf Ringos Seite schlagen, wenn er sie um Hilfe bittet, was er bisher noch nicht getan hat. Ich persönlich hoffe ja, dass er sich eines Nachts aus der Stadt schleicht und die Pulverbande mitnimmt. Pulverbanditen? Eigentlich nur Strafgefangene. Die RNK hat sie aus Kalifornien hierher gebracht, damit sie an den Bahngleisen arbeiten. Nur hat sich leider herausgestellt, dass es nicht die beste Idee ist, Häftlingen Dynamit und Sprengpulver in die Hand zu drücken. Vor kurzem gab es einen großen Ausbruch. Ein paar von denen haben sich zusammengetan, um Unheil stiften zu können. Mit denen haben wir es jetzt zu tun. Na, ganz toll. Gut, lass uns mal über was anderes sprechen. In Ordnung. Wir werden dem Ringo auf jeden Fall mal unsere Hilfe anbieten. Vielleicht möchte er sie ja haben. Wenn Sie Ringo aus diesem Schlamassel helfen könnten, hätten Sie in Good Springs einen guten Ruf. Ich würde Ihnen auch Rabatt geben. Natürlich würde es außerdem die Pulverbande zornig machen, wenn Sie Ringo helfen. Und die haben eine Menge Freunde da draußen. Helfe ich also Ringo, bin ich in Good Springs beliebter. Und was, wenn ich den Pulverbanditen helfe? Keine Ahnung, warum Sie sowas tun sollten. Klar, denen würde das gefallen. Aber die Leute hier würden das überhaupt nicht toll finden. Naja. Na gut, wer war der Mann, mit dem Sie gestritten haben? Gut, das wissen wir ja mittlerweile. Ich versuche, die Leute zu finden, die mich angegriffen haben. Wissen Sie etwas darüber? Nicht viel. Außer, dass sie ein Haufen Schmarotzer sind, die ein paar Freirunden erwartet hatten. Allerdings habe ich sie schon zum Bezahlen gebracht. Natürlich hat einer der Großkahne versehentlich mein Radio auf den Boden geworfen. Seitdem ist es kaputt. Haben meine Angreifer gesagt, wo sie hinwollen? Sie hatten sich deswegen irgendwie gestritten. Aber der Kerl im karierten Mantel hat sie immer wieder zum Schweigen gebracht. Offenbar kamen sie aus dem Norden durch Quarry Junction. Wenn das so ist, kann man ihnen wohl keinen Vorwurf machen, dass sie nicht zurück wollen. Warum das denn? Die ganze Gegend ist voll mit Viechern, die nur stinksauer werden, wenn man auf sie schießt. Händler meiden diesen gesamten Abschnitt der I-15, als wäre er radioaktiv. Wer weiß, vielleicht ist er das sogar. Wohin wollten Sie als nächstes gehen? Ich konnte es nicht genau hören, aber der Anführer sprach vom Strip. Wenn der Kerl auf dem Weg dorthin die 15 vermeiden will, muss er nach Osten gehen, den Highway 93 hoch. Soll ich mir Ihr defektes Funkgerät mal genauer anschauen? Klar. Von außen sieht man nichts, aber ich glaube, irgendwas da drin ist kaputt. Es wird auch was für Sie rausspringen. Ich bleibe gerne auf dem Laufenden über das, was in der Welt passiert. Und Mr. New Vegas ist so ein netter Mann.
Naja, weiß ich ja nicht, ob Passen das so... Passen Sie auf da draußen! Dass so ein netter Mann ist, dieser Mr. New Vegas, da bin ich ja noch nicht so von überzeugt. Aber ich würde aber mal sagen, wir hocken uns jetzt einfach mal hier hin. Plöpp. Und bestellen einen Drink oder sowas. Und ich verabschiede mich von euch in die nächste Folge von Let's Play Fallout New Vegas. Bis dahin und vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein. Ja, da haben wir die erste Schießerei in dieser Folge gehabt, hatten einen kleinen Gecko-Angriff überlebt und haben jede Menge anderen Kram gemacht und sind so langsam angekommen in der Welt von New Vegas und haben erst die ersten richtigen Probleme. Eine kleine Info zu den Folgenlängen, solange es jetzt noch über die Gamescom-Tage ein bisschen spärlicher ist mit Aufnehmen, sind das alle zwei Tage 20 Minuten. Und wie gesagt, nach der Gamescom sind die Folgen ja dann sowieso jeden Tag, da reichen dann auch 20 Minuten weiterhin. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.